Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam ein Video schauen, das uns meditativ ein bisschen begleiten wird. Ein Video vom guten alten Bertram, Craft in Wilderness, absolut geiler Kanal. 3 Days Solo Bushcraft Trip, Drying Meat, Beach and Forest, Bedroll, Sleeping and the Stars. Der gute Day One. Der gute Bertram ist in Dänemark immer unterwegs. Und meist irgendwo am Meer, wo aber immer auch gleich ein Wald in der Nähe ist. Und was ich beim Bertram so liebe, sind die Details, Freunde. Allein schon, ich werde natürlich unterbrechen, ich werde auch immer wieder was sagen. Ihr wisst, es ist ja auch ein Stream, ist ja auch Reaction. Aber allein schon dieser Beutel, den er da in der Hand hat mit seiner Axt. Und an der Axt ist einfach eine Scheide aus Birkenrinde, die er selbst gebaut hat. Mit diesem Oldschool-Rucksack und so weiter. Es sind die Details, die einfach nur schön sind. Tiefen und Schärfe hier vorne. Alles scharf im Hintergrund verschwommen. Und was mir auch auffällt, man sieht bei ihm keine Markenlogos oder sowas, ne, von irgendwas. Die guten alten Heidelbeeren, herrlich. Einfach lecky. Ist das da eine Ameisenhöhle? Okay, so, jetzt hat er dann ein Plätzchen gefunden und wird wahrscheinlich erstmal sein Lager aufbauen. Er hat auf jeden Fall anscheinend schon wieder nicht viel mit. Wenn ich mir das angucke, mit seinem Zauselbart. Schön ein bisschen trockenes Holz hier abmachen. Von der Kiefer. Also ich denke mal, dass es eine Kiefer ist. Oh, habt ihr gesehen, wie das gestaubt hat? Man merkt richtig, wie das richtig schön trocken ist. Geil. Ich bin einfach so die Off-Stimme, die Moderationsstimme. Aus Birkenrinde da, glaube ich, auch die Messerscheide gebaut. Auch geil. Das wird hier alles auf eine schöne Größe zurecht. Den Moos frei machen, wahrscheinlich für die Feuerstelle, weil darauf kannst du natürlich kein Feuer machen. So, was hat er dabei? Auch allein schon die Stiefel, die er da anhat. Junge, Junge. Ach, krass. Wo kommt das denn her? Hat er irgendeinen Sack? Und man sieht ja, im Hintergrund ist seine Lagerstelle. Aber hier hat er Sand direkt davor. Das bietet sich natürlich an. Aber es klingt jetzt nicht so, als wäre das Meer in der Nähe. Okay, da oben ist so eine Freifläche, da stehen keine Bäume, deswegen ist da ein bisschen mehr Moos. Sehr schön. Jetzt noch ein paar Steine drumherum und dann perfekte Lagerfeuerstelle. Okay, kleiner Zunderbeutel da, bisschen Birkenrinde. Dann wird er mit dem Messer wahrscheinlich jetzt aufschaben. Jetzt kommt der Firestyle. Da ist er doch. Zack. Schön, oder? Einfach schön. Bisschen Reisig drüber und das zündet gleich sowas von durch. Wie gesagt, ein paar Steine noch drumherum wären noch geiler.
Schönes freistehendes Feuerholz. Na, wo war der? Nee, nee, er macht gerade ein Bastelprojekt. Okay, er wird sich gleich was zu essen machen. Weil da ist eine Gabel dran. Na, sag ich doch. Der Klassiker, sein gutes Fleisch, was er da immer aufhängt. Da würde ich schon einfach ein bisschen Fleisch da am Feuer machen. Schätze ich mal. Fleisch. Okay, geil. So rüber, damit es schön in Form gehalten wird. Mensch, jetzt kriege ich Hunger. Ich nicht. Ich mag halt dieses Primitive. Also, da ist halt jetzt kein Hobokocher, da ist kein Grillrost. Es ist einfach schön simpel. Einfach Holz, Feuerstahl, Messer, bisschen Fleisch. So, das ist der Sack, womit er, glaube ich, auch den Sand geholt hat. Und da packt er jetzt auch einfach das Stück Fleisch rein. Wahrscheinlich, dass halt keine Fliegen rangehen und so, schätze ich mal. Oder er vergräbt das jetzt. So kühlschrankmäßig. Das wäre natürlich krass. Aber nee, okay, er packt es einfach in den Rucksack zurück. Okay. Das ist halt auch wieder der Punkt, ne? Das Fleisch wird jetzt nicht irgendwie in eine Box gepackt oder irgendwie sowas. Nee. Einfach in so ein Stück Stoff eingewickelt. Das ist schön. Ich hoffe, dass ich so Aufnahmen mit dem neuen Objektiv dann auch hinkriege. 24-70, 200er, 24-70, 2,8er Blende durchgehend. Da müsste schon ein bisschen was möglich sein. Ich denke mal, die Rolle, die er mit hat, die man am Anfang auch gesehen hat, auf der er gerade drauf sitzt, da wird bestimmt sein Zelt oder sowas drin sein. Also sein Halbtipi oder was er da mal hat. Ich weiß nicht, ob so eine Aufnahme, so eine Detailaufnahme, wie man jetzt hier hat, mit dem 2470 möglich ist oder ob man dafür einen Makro braucht. Oder ob man die Schärfe schon hinkriegt auf dieser Distanz. Aber ich würde fast sagen, 70 mm F2.8 müsste man so eine Aufnahme hinkriegen. Schöne Kessel da hinten. Ich habe jetzt auch einen Kessel, Freunde, ihr habt es gesehen. So eine Kuxa, wie er da hat, wo er gerade seinen Tee trinkt. Sowas werde ich mir jetzt schnitzen als nächstes. Jetzt verbrennt er alles. Geil. Ach, es ist doch herrlich, oder? Auch schöne Aufnahme hier.
Woran ich halt immer denken muss, ist bei so Aufnahmen, der ist halt jedes Mal losgezogen und hat halt die Kamera ausgerichtet und das Stativ aufgestellt und den Fokus richtig gesetzt, die Belichtung eingestellt und so weiter, ne? Wie der auch einfach eine Ruhe ausstrahlt, ist geil, oder? Er strahlt die absolute Ruhe aus. Ich mag das extrem. Sieht so aus, als hätte er da noch ein bisschen mehr Wasser aufgekippt, gerade nach der Kamera, weil das alles ziemlich nass ist. Das kriegst du ja nicht durch diesen kleinen Schwaps hin. Jetzt puzzelt da alles wieder zusammen. So halbwegs, oder? Weiß gar nicht. Ach geil, er schiebt die Axt da drunter durch und das ist gleichzeitig der Griff. Ach, das ist einfach schön. So, wie lange hat er jetzt? Das Video ging jetzt 11 Minuten für diesen Part. Ich mache mir was zu essen und koche mir einen Tee. Aber irgendwie geil, oder? Es ist nichts passiert, theoretisch. Er hat sich eine kleine Feuerstelle gebaut, hat sich sein Fleisch vorbereitet, geschnitten und gegessen, einen Tee gemacht und getrunken. Das war's. 11 Minuten Video. Aber einfach geil. Wo hat der die Kamera hängen? Na, auf dem Stativ. Das ist schön. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich will das auch machen. Oh cool, vom Kuxerschnitzen mach mal ein Video. Das soll gut mit diesem Birken. Was? Birkenknoten funktionieren? Hab noch keine guten gefunden, der groß genug ist. Das habe ich noch nie gehört von einem Birkenknoten. Aus einer Birke, ja, auf jeden Fall. Hatte ich auch schon mal probiert, aber habe ich dann irgendwie, glaube ich, wieder gelassen. Und das werde ich natürlich auch in einem Video machen, wenn ich das Ding schnitze. Muss nur erstmal einen Sturmschaden oder so von einer großen Birke finden, weil du brauchst schon eine größere. Bald ein schweigendes Video von Fritz. So sieht's aus. Ah, da vorne ist das Meer. Es ist schon eine schöne Landschaft. Man hat irgendwie immer dieses Meer, diese Graslandschaft und dann diese Wälder. Das ist eine geile Ecke, wo er da immer unterwegs ist. Macht er jetzt? Wahrscheinlich geht er jetzt vorne zum Wasser und versteckt das erstmal hier, oder was? Ich denke mal, da ist sein Schlafsetup drin. Es ist auf jeden Fall schon Sonnenuntergangsstimmung, wollte gerade sagen. Okay, er geht vorne zum Meer. Licht spielt bei so Aufnahmen immer eine wichtige Rolle. Halt ein richtig geiles Rimlight. Sonnenuntergangslicht ist einfach schön. Aber was ist seine Mission gerade? Okay, da hat er seinen. Auch die Aufnahme so knapp da an der Sonne. Ah. Alter. Warte, hier. Wie geil ist das bitte? Mit den Wolken und so weiter. Schön blutorange. Aber er hat immer noch kein Lager aufgebaut. Dauert ja eigentlich immer ein bisschen. Oder der haut sich gleich einfach dahin. Der Mann weiß genau, was er tut. Definitiv. Sind das da Rehe da drüben?
Ah, die sind leider unscharf, ne? Ein bisschen. Oh, eigentlich ist ein geiler Sitzplatz, das Ding da. Diese Wurzel. So, gucken wir mal, was da. Ich sag, da ist noch ein Fell drin. Safe. Ist das wieder ein Tipi oder ist das. Ist das ein Kessel? Oh, es wirkt wie ein Alukessel, so leicht wie der ist. Der klingt ganz leicht. Das brennt auch wie Hölle da, alles furztrocken. Ist halt gerade geil, ne? Blaue Stunde. Also man sieht richtig, wie dieser. Guck mal, das ist ein Gemälde, dieser Ausschnitt. Wie das Feuer ihn anleuchtet. Vorne ist alles schön so blutorange und im Hintergrund alles in so einem leichten blau, kühlen Blauton. Schön. Er hat immer noch kein Lager aufgebaut. Er macht jetzt mal einen Tee damit. Guten Fichtennadeltee. Frage ist, ob er jetzt sein Töpfchen da einfach so drauf stellt, wenn das runtergebrannt ist, oder. Ah, Glasflasche mit Wasser. Auch geil. Schön verbeult das Ding. Völlig vermackt. Aber hatte das Ding nicht oben einen Plastegriff, und einen, also einen Holzgriff und am Deckel ist ein Plastegriff dran? Also mein Kessel ist komplett alles aus Metall, damit ich nämlich genau das machen kann. Wo er lebt? In Dänemark. Die Videos sind auch in Dänemark entstanden. Meine Meinung ist, dass er mehrere Kameras benutzt an verschiedenen Stellen. Nein. Das ergibt gar keinen Sinn. Der filmt mit einer Kamera und die stellt er halt immer um, richtet die Szene ein, drückt auf Record, geht hin, chillt da, genießt seinen Tee, steht wieder auf, macht das Ding wieder aus. Es ist safe nur mit einer Kamera gedreht. Die ganzen Szenen sind ja alle einzeln gedreht. Abgesetzt voneinander. Die laufen ja nicht die ganze Zeit. Macht ja gar keinen Sinn. Na, der Ton ist Bombe. Hat er wahrscheinlich ein richtiges Mikrofon drauf. Ah, guck mal, jetzt kriselt es hier schon langsam im Bild. Das heißt, es ist schon echt dunkel. Aber die Kamera kriegt noch gutes Bild dargestellt. Hat der einfach nur so einen Sack? Ach, warte mal. Ach, der pennt einfach nur im Biwaksack. Ach, krass. Was ist das? Das ist einfach nur so ein Baumwollsack. Okay. Ist Tag 2 wahrscheinlich. Nächsten Morgen, Day 2. Auch die Schuhe, geil, ne? Mit diesen Socken und so weiter.
Der hat da bestimmt noch irgendwas drin, oder? Oder ist das einfach nur ein Leinen- oder Baumwollsack, mehr nicht. Aber auch krass, dass er auf dieser Heidefläche einfach so Feuer gemacht hat, ohne da was vorzubereiten. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Zum Frühstück gibt es nichts. Ich hoffe, es kommt noch ein Bastelprojekt. Ah, es sind Gummibänder, glaube ich, die er da rum hat. Sonst hätte es gerade nicht so gefloppt, oder? Das klang gerade so. Okay. Ah, der ist doch schon Fritte. Sagen, der gammelt doch schon. Was baut er? Das finde ich halt auch immer geil bei dieser Art von Videos. Man sieht ihn jetzt halt da irgendwie was holen, vorbereiten. Du weißt aber nicht, was er vorhat, weil er ja nicht spricht. Du weißt nicht, ob er sich jetzt eine Halterung baut oder einen Shelter oder keine Ahnung. Und das finde ich macht es irgendwie auch so spannend. Weil du willst jetzt unbedingt wissen, okay, was baut er jetzt aus dem Ding? Was hat er vor? Auch eine geile Axt. So eine Aufnahme kann man einfach auch mal stehen lassen. Oder er macht nur Feuerholz. Obwohl, warte, er macht da... Ich tippe auf einen Wärmereflektor. Was glaubt ihr? Bertram heißt der. Ich sag, der baut einen Reflektor. Weil der hat auch keine Säge dabei. Oder er macht es wirklich nur als Feuerholz. Vor allem diesmal ist er auch wieder beim Moos, aber hat keinen Sand drunter gemacht. Okay. Er baut nichts. Er macht einfach nur Feuer, Freunde. Es ist einfach nur Feuerholz gewesen. Lol. Ah, hat er mich hops genommen. Okay. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Er hat dickes Holz genommen, damit er fette Glut hat, wahrscheinlich. Weil im Thumbnail hat man ja schon irgendwas davon gesehen, dass er, glaube ich, Fleisch irgendwie trocknen will. So Beef Jerky-mäßig. Oder dürren oder so. Oder räuchern? Nee. Jetzt holt er wahrscheinlich das Fleisch. Jetzt wird er sich da bestimmt so ein kleines Brettchen, also so eine flache Stelle rausschlagen. Um dann da auf das Fleisch zu schneiden. Wetten? Geil. Einfach nur geil. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Einfach ein kleines Brett gebaut, auf dem man schneiden kann. Warum sind da so viele tote Nadelbaumäste? Ist bei solchen Bäumen normal oder sind die krank? Ne, das ist normal. Bei so Kiefer und so ist das bei den unteren Bäumen ja immer so. Ach, jetzt hämmert der das auch noch, wie geil, wie so ein Schnitzel, ganz flach. Oh, das ist clever.
Nee, das ist ja normal. Nur bei uns im Wald hast du das halt oft nicht, weil da Forstwirtschaft betrieben wird und deswegen stehen die halt alle in Reihe und Glied. Das mit dem Fleischklopfen finde ich gerade voll spannend. Gleich mit Fichtennadeln panieren. Was ich mich halt jetzt frage, macht er die jetzt einfach nur, um sie dann zu essen? Oder geht es darum, die haltbar zu machen? Oh, jetzt kommt noch Salz wahrscheinlich drauf, oder? Also ich schätze mal, dass es Salz ist. Weil der Abstand ist ja krass. Also der ist ja schon heftig. Das ist ja nicht heiß da oben. Das ist warm. Aber bei dem Feuer könnte ich auf der Höhe locker meine Hand hinhalten. Krass, wie lange hat der denn das gemacht, dass das so aussieht jetzt? Dass es so richtig hart ist. Er ist ja mega. Wie lange hat das denn gedauert? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Hitze nicht ausreicht, weil das doch sehr weit oben ist. Ah, ne? Er packt es in einen kleinen Beutel rein. Guck mal, das ist bis zur Kniescheibe. Ungefähr von der Höhe. Das müsste man auch mal ausprobieren. Aber das Ding ist, ich esse ja kein Fleisch. Könnte man mit Obst probieren. Mit einem Apfel oder so könnte man das auch probieren. So Apfelchips machen. Richtig geil, so ein Video von dir würde ich richtig fühlen. Ist schon in der Planung. Ich bin gerade komplett in der Vorbereitung. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, bei mir soll der Fokus noch ein bisschen mehr auch auf Bastelprojekten liegen. Also ich will bei mir das so in drei Elemente strukturieren, sage ich mal. Einmal das Thema der Übernachtungen, also des Lagers, wie übernachtet man da? Dann das Thema auch Nahrung, aber Nahrung sehr primitiv und einfach. Also mal mit Mehl ein Brot machen oder Kartoffeln einfach in die Glut reinlegen und sowas in die Richtung. Und die dritte Säule sind dann verschiedene Bastelprojekte, wo ich mir vielleicht Tools baue, die mir irgendwie weiterhelfen, die ich dann auch in den nächsten Folgen vielleicht mitnehmen kann. Auch komplett stumm? Ja. Ich habe Bock auf so ein ich nenne es mal ASMR Traditional Bushcraft Format. So, da habe ich Bock drauf. Ich habe gerade ja alles schon so ein bisschen vorbereitet. Ich warte gerade noch auf das Objektiv für die Kamera. Und vielleicht, wenn alles klappt, gehe ich schon nächste Woche los und probiere mich da mal aus. Ich habe da Bock drauf. Einfach. Ist halt eine ganz andere Richtung. Wird genug Leute geben, die es auch scheiße finden. Ist mir aber eigentlich egal. Weil, wenn ich da Lust drauf habe, dann probiere ich das aus. Oh, was ist das? Kann man das essen? Was ist das? Weiß das jemand von euch? Okay, der macht sich damit einen Tee. Wacholder? Weiß man, wo er ist? Ja, der ist in Dänemark. Wacholder, okay, sagt mir gar nichts. Also, habe ich schon mal gehört, den Namen, aber habe ich noch nie irgendwie, ich habe noch nie Wacholder-Tee getrunken oder die Pflanze irgendwie auf dem Schirm gehabt. Damit macht man Gin. Aha.
Wenn das Video so wie das Reel wird, kann es nur geil werden. Ja, es soll geiler werden als das Reel. Das Reel war der erste kleine Testversuch, auch mit meiner Kleinkamera. Da passte auch der Ton zum Beispiel noch gar nicht. Die Ausrüstung war noch nicht komplett, beziehungsweise neu und noch nicht eingebrannt, eingemockt. Das Reel war ein erster kleiner Test in die Richtung. Aber damit bin ich noch gar nicht zufrieden. Das soll noch viel, viel geiler werden. Ach krass, er hat sich jetzt hier Holz mitgenommen. Okay. Ich will zum Beispiel auch ich hatte ja gestern die Bushbox mit, weil das mit Feuer machen da ein bisschen einfacher war für die Geschichte. Aber ich glaube, ich möchte auch keine Bushbox mitnehmen. Ich möchte, wenn, dann geile Lagerfeuer machen. Und dann eher mit irgendwelchen Topfhalterungen, die man selber bauen kann, die vielleicht stufenlos verstellbar sind und sowas. So, warte mal, was macht der da? Ach, der macht jetzt den Tee mit seiner Axt oder was? Boah, wie lange willst du das da halten? Lol. Naja, dass er das einfach hält. Na gut, aber vielleicht kocht das auch recht schnell. Ich habe meinen Kessel erst einmal benutzt, das ging eigentlich auch recht schnell. Ich sage euch aber ganz ehrlich, was mir schon gestern aufgefallen ist, nur bei dem Reel, so ein Video zu drehen, ist vom Zeitaufwand für die Aufnahmen so krass viel mehr, als wenn ich meine Videos mit einer GoPro drehe zum Beispiel, ne? Weil jede Szene richtest du neu ein mit der Kamera, du guckst die Winkel, die Brennweite, die Schärfe, du stimmst das Licht ab, dann gefällt es manchmal nicht, weil irgendwas im Weg ist. Also jede Aufnahme, die du dort machst, da wird sich richtig Zeit für genommen. Ich habe da auch richtig Bock drauf, aber es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Axtkopf als Gegengewicht beim Halten. Stimmt. Bei ihm sieht das alles so clean aus. Und jetzt ist da sein Fleisch dazu. Das ist geil, oder? Geiler Lederbeutel, schöne Kuxa. Und sowas will ich zum Beispiel auch machen. Mal so einen Lederbeutel selber nähen, eine Kuxa selbst irgendwie schnitzen. Ja. Vorbereitung und Einstellung wahrscheinlich mindestens doppelt so lang als die Szene am Ende. Das reicht nicht mal. Weil du gehst ja erstmal rum und du guckst erstmal, wo kann ich mich positionieren. Dann gehst du mit der Kamera dahin und guckst, okay, wenn ich das filme, was ist da im Hintergrund? Dann allein schon das Stativ. So, oft fängst du ja dann an zu sagen, okay, will ich jetzt vielleicht eine Szene haben, wo das Stativ eher auf dem Boden ist, so ganz flach, oder nee, ich will es ein bisschen weiter höher, damit hinten plötzlich das Meer zu sehen ist. Das heißt, fängst an, das Stativ wieder neu einzurichten, die Kamera auszurichten, die Brennweite auszurichten. Also das ist schon, aber geht schon Zeit. Aber ist geil. Ich find's spannend, dass er da in seinem Biwak. Ah, warte mal, hier, jetzt sieht man's, jetzt sieht man's, guckt mal. Hier außen ist so eine Art Baumwolle, Leine oder sowas, Sack. Aber hier innen drin ist ein Schlafsack, oder nicht? Das ist doch ein synthetischer Schlafsack hier drin. Oder was sagt ihr? Ja, safe, hier ist ein Reißverschluss. Ah. Ja, hier sieht man den Reißverschluss. Tag 3. Guck mal hier. Ey, Leute. Ihr müsst auch einfach mal hingucken. Hier ist eine Isomatte. Hier ist doch eine ganz, so eine, wie so eine Yogamatte, so eine Isomatte, so eine gerollte.
Also, ne, nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht irgendwie sein, der nutzt eine Isomatte. Aber mich hat es halt einfach interessiert, ob der nur in diesem Sack liegt, weil ich mich auch gewundert habe, dass das Ganze ja so, so dick ist. Hier oben steht übrigens auch Bedroll, ne? Aber der hat das in dem Sack quasi eingepackt. Also, er hat einen Biwaksack, der ziemlich natürlich aussieht. Ja, also der wird wahrscheinlich schon, wenn es regnet, bringt er ihm halt keinen Schutz. Aber in diesem Sack ist eine Isomatte und ein Schlafsack. Ah, okay. Da sieht man's. Ich habe mich schon gewundert, ey. Ich meine, klar, es ist Sommer. Aber das ist schon trotzdem frisch nachts. Geil. Ja, was macht er jetzt nochmal? Bisschen gucken einfach. Einfach bisschen gucken. Bisschen was essen. Die Glasflasche mit Wasser finde ich auch ziemlich geil. Er sieht ein bisschen aus wie Björn. Wie Björn Eisenseite. Geil. Ey, Hammer-Video. Daumen nach oben. Auch wenn diesmal eigentlich fast nichts jetzt so übelst gebastelt worden ist. Also klar, so ein bisschen was für die Feuergeschichten. Aber es ist einfach schön. Bertram, Craft and Wilderness, zieht's euch rein.